Hey und willkommen zu einer weiteren Review hier auf meinem Kanal. Heute haben wir die 2972 von Kobi, die Tank Mark One. Ein Set, auf das ich wirklich lange, insgesamt 5 Monate fast, gewartet habe. Jetzt ist es endlich da, ist letzte Woche irgendwann angekommen, hab's aufgebaut. Jetzt stelle ich es vor. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Mock. War eine Kobi-Mock aus dem Ersten Weltkrieg. Also wahres sollte es mal werden, habe ich dann aber abgeblasen, weil ich brauchte diesen Panzer dafür. Ich habe es ja vielleicht, also ich habe es ja im Video erklärt, vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich dann die Tank Mark One halt über so einen britischen Frontgraben rüberfahren lassen wollte, wie es halt damals auch so passiert ist. Ja, hat dann nicht so funktioniert, weil der Panzer kam nicht an. Mock habe ich dann abgebaut. Und ja, der Rest. Ja, passiert halt nichts mehr. Ja, dann kam halt letzte Woche das Set an. Ich habe es abgeholt. Aus dem Laden. Habe es dann aufgebaut. Und ja, ich fahre nicht so lange. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich tue ja einmal noch mal kurz den Panzer beiseite. Ich habe ein bisschen was zu erzählen über das Set an sich so. Wir schauen uns hier erstmal die Anleitung an. Die ist natürlich wieder größer als das ganze Set. Man hat hier unten noch mal schön ein paar Daten. Wer das lesen möchte, drückt jetzt auf Pause. Natürlich hier aus der Great War Serie, also Erster Weltkrieg oder Großer Krieg. Printed in the EU. Pad printed, no stickers. Sehr schön. 605 Teile, eine Minifigur, 40 Euro. Zu den Maßen und so komme ich dann gleich. Wie gesagt, hier 2972 Historical Collection. Hier noch so ein paar Muster. Nicht Muster, hier Logos. Weiß nicht genau, wofür die sind. Wie man Kobi baut, weiß man. Ich zeige sie noch einmal. Ja, geht auf jeden Fall mehr voran als bei Lego. Das hier ist noch ein älteres Set. Das heißt, hinten ist noch keine Teilliste drin. Das ist die letzte Seite. Kommt hier direkt Werbung für andere Sets. Habe ich ja schon vorgestellt. Habe ich ja schon vorgestellt. Werde ich auch noch mal ins Bild holen für so einen kleinen Vergleich. Habe ich auch schon vorgestellt. Habe ich leider verpasst. Hierzu sage ich jetzt mal nichts. Nur, dass ich den Preis unverschämt finde. Die Minifigur ist cool, aber der Preis, nein. Vielleicht weiß ja irgendwer, wie teuer dieses Set ist. Genau, das war es eigentlich schon mit der Anleitung. Der Bau, ja, war einfach natürlich. Ich habe mich ein paar Mal verbaut tatsächlich. Da musste man schon ein bisschen genauer hingucken. Besonders dann so Stellen wie hier vorne. Ist ganz leck gelöst mit dieser Bautechnik. Genau. Ich würde sagen, wir kommen nochmal schnell zum Karton. Hier Frontseite natürlich ganz normal. Wir haben hier einmal die Maße vom Set. 32 cm lang, also 32,5 cm lang. 8,5 cm hoch und 15 cm breit. Pad printed steht hier auch nochmal. Wir haben hier einmal die Frontseite. Hier haben wir natürlich schon einmal die Tank Mark One. Da hinten haben wir sie auch nochmal. Hier schön ja, Niemandsland. Das bekannteste Schlachtfeld, denke ich mal, aus dem Ersten Weltkrieg. Hier hinten haben wir den roten Baron lang fliegen. Hier ein paar Zopf with Camels. Hier haben wir sogar ein echtes Abbild davon. Finde ich ganz nett. Ja, natürlich hier Krieg, Zerstörung, Tod, was man halt so kennt aus dem Ersten Weltkrieg. Hier oben haben wir ein sehr interessantes Bild. Und zwar einmal die Seitenansicht vom Panzer, sowie die Minifigur, auf die ich auch gleich nochmal zu sprechen komme, natürlich. So sollte es eigentlich sein, im Maßstab. Moment. So ist es. Panzer ist viel zu groß. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Hier haben wir natürlich noch einmal Informationen. Hier einmal ein Originalfoto. So sah der Panzer damals aus. Dann hier nochmal ein paar Funktionen. Alles ganz okay. Kobi-Kartons gefallen mir eh immer sehr gut. Der Karton ist natürlich wieder unmenschlich riesig. Aber naja. Karton kommt weg. Kommen wir zum Set. Ich rolle ihn einmal rein. Denn das war zu schnell, denn dieser Panzer konnte nur 6 km/h schnell fahren. Aber ich komme mal näher.
Der rollt gut. Auch das Drehen funktioniert wie in echt. Falls man das nicht weiß, Panzer haben so gelenkt. Eine Kette blieb stehen, mit der anderen ist man dann vorwärts gefahren. Dementsprechend, ja, konnte der sich dann halt drehen. Und hier ist das auch nochmal ganz gut erkennbar. Er rollt ganz gut auf so einer etwas, ja, nicht zu glatten Oberfläche. Auf, ja, glatten Tischen oder so rollt der nicht so gut. Da ist der Sturmpanzerwagen definitiv besser. Wir haben hier einmal die Minifigur, die zeige ich jetzt einmal so schnell. Die gefällt mir nicht so gut von der Bedruckung her. Die ist etwas langweilig. Gut, das Set ist halt schon älter, wie gesagt. Ich weiß gerade nicht genau aus welchem Jahr. Aber das ist ja auch jetzt gerade nicht so wichtig. Das Set hat die Altersempfehlung von 7 Jahren. Ja, hat hier ein ganz normales Gesicht, schön Helm. Ist eine schöne Minifigur, hat hier leider nur ein Fernglas, keine Waffe von hinten. Natürlich nicht bedruckt, man kennt es von Kobi. Minifigur kommt erstmal weg. Er ist detailliert, ganz klar. Hier natürlich die Anguspunkte, die man hier auf jeden Fall sieht, auch auf der Kamera, sind natürlich nicht so schön. Gut, bei Panzern könnten es immer noch Einschusslöcher sein. So rede ich mir das immer schön, aber gut. Wir haben hier ein schönes bedrucktes Teil. Eine schöne, ja, Flagge, denke ich mal. So ein Stück Flagge oder sowas. Haben wir auf beiden Seiten. Hier auch nochmal. Dann hier ist natürlich ja alles schön bedruckt. Ich hole einmal ran. So, spiegelt jetzt hier natürlich. Hier ist einmal die Einstiegsluke. Die kann man nicht öffnen. Hier haben wir von hinten. Hier ist auch recht schön detailliert. Hier ist dann noch das Konstrukt mit diesen Reifen. Komme ich aber gleich nochmal drauf zuzusprechen. Die Gleichmitterung natürlich auch auf der anderen Seite. Hier ist nochmal ein Stück ja, eines Kettengliedes. Hier haben wir ihn einmal in der Front. Hier haben wir nochmal zwei Luken. Die können wir auf jeden Fall auch aufklappen. So. Da kann man dann auch eine Minifigur rein tun und die dann da so rausschauen lassen. Ich mache es einmal, jetzt habe ich den Helm abgerissen, aber nur so, damit man eine Idee habt, hat. Ja. Jetzt schmeiße ich den Soldaten hier schon um mich. Naja. Komm, setz den Helm auf, bitte. Danke. Hier haben wir dann natürlich die schönen Seitenkanonen, die mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich erzähle mal nebenbei noch mal so ein bisschen über den Panzer, aber erstmal, ne, komme ich hier drauf zu sprechen. Die kann man hier natürlich auch schön zur Seite drehen. Das Ganze auf beiden Seiten natürlich. Das ist auch eins so der bekanntesten Merkmale der Mark One, neben diesen Reifen und neben dieser Form. Diese Kanonen. Sehr wichtig, halt auch für Kriegsverlauf. Hier oben haben wir dann noch mal, ja, ich weiß nicht genau, was das ist, so kam vielleicht so Dampf raus, dann haben wir hier ein Lukenformteil, das können wir aufklappen, da können wir eine Minifigur reinstellen oder reinsetzen, das mache ich auch mal eben. Ja. So können wir sie reinstellen, festgenobbt, hält auch wunderbar und man kann sie natürlich noch reinsetzen, wenn sie etwas mehr geschützt sein soll. Nehmen sie wieder raus, Luke kommt wieder zu, von innen natürlich massiv gebaut, mit ein paar Hohlräumen. Also nicht Stein auf Stein eng aneinander, da gibt es ein paar Hohlräume, aber die sind meistens nur zwei Plates hoch. Bau war wie gesagt sehr einfach, dauert so circa 2 bis 2,5 Stunden, wenn man langsam baut, auch mal 3. Also was Nettes für einen Abend so, denke ich mal. Wir haben ja auch schöne Teile mit bei, hier einmal von unten, schwarz und ja, grün halt. Keine farbigen Teile mit drinne. Das hat man ja neuerdings, oder ich weiß nicht genau, bei welchen Sets so, von welchen Jahren das so war. Das Review wird auf jeden Fall länger, merke ich. Das so war, aber ich habe zwei U-Boote von Kobi, nochmal ein deutsches und ein amerikanisches, werde ich auch noch vorstellen. Ach, kam ich aber ein bisschen noch nicht zu. Da sind innen drin auch ein paar hellgrüne oder blaue Plates drinne. Gut, beim amerikanischen waren es hellgrüne Brackets, aber ist jetzt nicht das Thema. Hier drin ist alles schwarz und grün. Gut, und weiß und rot. Genau, hier hin, das man sieht hier auch einmal den Kettenlauf. Hier sind so innen drin so ein paar Reifen und dann geht das hier drüber. Hier unter sind auch so ein paar Lücken, wo dann halt hier diese Ecken hier. Man, ja gut, man sieht es jetzt nicht. Diese Ecken hier dann drinnen laufen, damit die hier auch nicht verrutschen.
verrutschen trotzdem manchmal. Aber jetzt gerade reut er zum Beispiel nicht so gut. So. Da muss man schon ein bisschen aufdrücken, damit das auch geht. Ja, hier hinten haben wir die Reifen. Drehen sich auch mit. Zumindest das hier irgendwie nicht so. Für alle Leute, die sich fragen, warum dieser Panzer diese Form hatte, warum hatte dieser Panzer diese Kanonen, warum hatte dieser Panzer zwei Kanonen, diese Reifen, warum hatte dieser Panzer zwei Kanonen, die man zur Seite drehen konnte, aber nicht nach hinten, und warum hatte er keine Kanone oben? Dazu komme ich jetzt mal schnell zu sprechen, wir sind eh schon bei 10 Minuten, also passt das jetzt ja auch noch rein. Der Panzer hatte im Allgemeinen diese Form, um gut über die Gräben im Ersten Weltkrieg rüberzukommen. Vielleicht wissen es meist ein paar Leute, der Erste Weltkrieg war auch gezeichnet von Grabenkämpfen unter den Briten und den Deutschen. Ja, war natürlich auch ganz blutig und so. Das war dann im Niemandsland, soweit ich weiß, zum Großteil. Dort wurden dann auch die Panzer eingesetzt, damit es halt so ein bisschen mehr nach vorne ging, weil jeder, denk ich mal, weiß, wie das dann abging. Wenn da irgendwer aus dem Graben rausgekommen ist, der wurde dann direkt niedergeschossen. Ja, dann wurden halt diese Panzer hier gebaut, wurden zuerst noch geheim gehalten vor den Soldaten. Und dann, gab es halt Sturmangriffe auf die deutschen Frontgräben, wo dann diese Panzer hier eingesetzt wurden als Unterstützung. In so einem Panzer waren 4 bis 7 Männer, ich bin mir gerade nicht sicher, so 4 bis 7 Soldaten waren in so einem Panzer. Natürlich ging schon hier zwei für die Kanonen drauf. Dann natürlich noch ein Fahrer. Viel Platz war in so einem Ding nicht, denn der Panzer war kleiner als er jetzt hier ist. Ich stelle hier nochmal kurz die Figur daneben. Der Panzer ist viel zu groß. Der Panzer müsste so sein, wie ich ihn hier schon auf der Verpackung gezeigt habe. So groß wäre ein realistischer Maßstab. Naja. Anderes Thema. Da ist der Karton gerade umgefallen. So, dieser Panzer hier konnte also über die Gräben rüberfahren. Deswegen wurde er so konzipiert. Wenn das hier jetzt die andere Seite des Grabens ist, ist der ja so runtergefallen mit den Ecken, also hier oben dann mit den Kanten, konnte er sich dann da festhalten, ist dann wieder hochgefahren. Deswegen war das hier so schräg. Und damit er nicht rückwärts reinrutschte, gab es hier hinten diese Stützräder. Die hingen dann so noch auf der anderen Seite des Grabens und ja. Meistens, natürlich rutscht der auch ein paar Mal rein, aber das war eher seltener der Fall. Ja, war dann vorne das Gewicht so stark, dass er dann nicht mal rückwärts reinrutschen konnte. Dann schwebte das in der Luft und er konnte dann weiterfahren. Das war der Grund, warum die Tank Mark I diese Reifen hatte. Die Mark IV und Mark V, also die nächsten Modelle davon, hatten diese Reifen nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wie die dann anders konzipiert waren. Im Spiel Battlefield 1 kann man zum Beispiel eine Mark V sehen und auch selber spielen, ist ganz cool eigentlich. Ja, Battlefield 1 spielt auch zum Ersten Weltkrieg, falls man das nicht weiß. Ich finde die Form des Panzers sehr cool, ich finde den Panzer im Allgemeinen sehr cool, ich finde auch im Allgemeinen den Ersten Weltkrieg übertrieben interessant. Und auch die ganzen Panzer, da gab es die ersten Prototypen von Panzern, von hier Gasen, hier Zitronengas. War das Zitronen? Ne, Senfgas, genau, Senfgas. Ja, auch die Waffen. Sehr interessant finde ich das. Natürlich Krieg, Scheiße und so. Aber ich finde es interessant, wie es damals so war im Ersten Weltkrieg. Ja, kommen wir nochmal kurz zu einem Größenvergleich. Ich habe jetzt da zum Großteil alles gesagt. Ich hole einmal kurz den Sturmpanzerwagen dazu. Der ist so groß. Auch ein schönes Set habe ich natürlich auch schon vorgestellt. Hört sich super geil an. Und den französischen Renault FT-17. Ach ja, Sturmpanzerwagen A7V. Sorry. Oder AV7, weiß ich gar nicht. Tank Mark I, A7V, Sturmpanzerwagen und Renault FT-17 sind jetzt so die bekanntesten drei Panzer aus dem Ersten Weltkrieg, die Kobi hat. Von dem hier gibt es natürlich noch ein paar Ausführungen. Der hier wurde auch noch im Zweiten Weltkrieg am Anfang benutzt. Natürlich noch, ne, ein bisschen verbessert. Man sieht auch, dass der hier hinten auch das hier hatte. Allerdings war das hier fest, waren keine Reifen. Halt auch für Gräben. Aber ich habe den ja schon reviewt. Schaut gerne mal da oben rein. Da sind die beiden Videos verlinkt. Die beiden Reviews. So, ich setze hier nochmal kurz hier den Briten rein. Für die Vollständigkeit.
So, wo ist eigentlich dein Fernglas, Kollege? Na, ist ja jetzt gerade auch nicht so wichtig. Das ist jetzt ungefähr so ein kleiner Größenvergleich zwischen den drei Panzern. Am kleinsten ist sie natürlich der Renault FT17, am höchsten der Sturmpanzerwagen und am breitesten und am längsten ist sie natürlich der D-Tank Mark I. Am besten gefallen, also am detailliertesten und am schönsten finde ich den Renault FT17. Der hatte einfach seine guten Vorteile und so, die er dann auch ausgenutzt hat. Hat hier die Kleinketten, die beiden haben die größten Ketten, die Kobi gerade hat. Soweit ich weiß. Ja, am schwächsten damals war natürlich der hier, aber dazu rede ich halt noch mehr in den Reviews dazu. Deswegen gehe ich da weiter jetzt nicht drauf ein. Also der hier gefällt mir von den Details her am besten. Natürlich Sprachfehler müssen in jeder Review von mir sein. Der ist ein bisschen komplizierter zu bauen, also vielleicht nicht unbedingt direkt ein Einsteigerset. Endergebnis ist aber auch super. Die Sets liegen alle so zwischen 30 bis 40 Euro. Der hier kostet 30, die beiden ja, 39,99, also halt 40 Euro. Jeder hat eine Minifigur mit bei von der ja halt ne, vom jeweiligen Land. Am besten gefällt mir die deutsche Minifigur, weil ich davon noch keine habe mit dieser Pickelhaube. Eine sehr coole Minifigur, wie ich finde. Vor allem dann hier noch mit dem Bajonett. Bajonett finde ich auch sehr, sehr cool. Hat hier, ja, hier ein schönes Gewehr. Ist einfach eine nette Minifigur. Der Franzose, der gefällt mir auch ganz gut. Vor allem auch hier mit den Farben, mit der dunkelblauen Hose. Und hier hat er so einen, ja, Revolver oder, nee, irgendeine Pistole. Ja, die britische Figur, da finde ich die aus dem Battle Pack besser. Ja. Das ist natürlich alles nur meine Meinung. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare und welcher Panzer euch davon am besten gefällt. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Das hier sind die einzigsten Panzer, die Kobi zum Ersten Weltkrieg rausgebracht hat. Bisher. Am meisten Druck hat auch der hier. Glaube ich. Egal, wie gesagt, die beiden hier findet ihr da oben verlinkt, da auf dem i da irgendwo da oben halt. Oder in der Videobeschreibung. Ne, da oben. Genau. Das Video hier jetzt auch schon wieder 18 Minuten fast lang ist. Würde ich sagen, Leute, was ist das hier mit der Review? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Like auf das Video da, wenn es euch denn gefallen hat. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich habe ja auch gerade das Fernglas von dem Jungen hier gefunden. Genau, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich wollte nochmal abschließend sagen, ich finde es sehr cool, wenn man hier so die drei Panzer hat. Kann man sie schön ins Regal stellen. Aufs Regal, je nachdem, was man für ein Regal zu Hause hat. Und ja, oder man baut damit ein schönes Diorama, wie ich es auch eigentlich vorhatte. Mit diesen beiden Panzern hier, die waren, der hier stand ja schon, aber der hier kam einfach nicht an. Naja, schreibt mir eure Meinung zu den Panzern, zu diesem Panzer hier in die Kommentare. Ich stelle die Panzer hier ganz schnell wieder beiseite, denn die haben hier überhaupt nichts mehr verloren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und vergesst nicht: The picture of the Mona Lisa is our! Bis zum nächsten Mal. Ciao.